Nichts, schlaf weiter. Büro. Sieht aber mehr nach Außenwelt da draußen aus. Ah ja, hier war ich schon mal. Na, das ist ja Beschiss. Da oben ist Gold versteckt. So haben wir nicht gewettet. Und hier ist noch eine Kiste. Mit Pfeilen und einem Zahnrad. Also gut, einem Pfeil. Mist, ich wollte den nicht aufwecken. Ach gut. Da schläft er seelenruhig weiter. Zeig mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Ah, gut, dass wir einen Schlüssel haben. Okay, ich sehe nur einen Weg, an die Kiste ranzukommen, ohne die Wache aufzuwecken. Noch so ein Schlüssel. Jetzt habe ich zwei davon. Das ist ja schick. Zutritt verboten. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punkts wird bestraft. Ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der Verwaltung aufsuchen, auf direkten Befehl des Diebesfängergenerals. Das hat er natürlich nicht gehört, ne? Pfeile. Stumpf, Breitkopf, Wasser. Na, Jungs? Oh, sehr schick. Meins, meins. Das ist auch meins. Kommt auch in meine Tasche und das da auch.
Hey, hab. Für einen Toten ist Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen verdammten Ring. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Die Flammen laufen euch nicht weg. Egal, ob ihr reich oder arm seid, Bettler oder Popan, ihr werdet alle brennen. Mhm. Die Nacht dauert ewig. Ich finde es erstaunlich, wie oft eine so wichtige Stimme wie die des Diebesfänger-Generals wiederverwendet wurde. Mir egal, ob deine Mutter die Schwermut hat, sie wird nicht bei uns wohnen. Diebesfänger General Surf. Da bist du ja. Verzeihung, Sir. Was hatte die Leiche dabei? Nichts. Nichts? Ich wollte gerade eine andere Leiche holen, als ihr übernommen habt. Weißt du, ich will nicht viel. Nur Respekt. Was zu trinken? Gold! Und dass meine Leute tun, was ihnen gesagt wird. Wirf ihn in den Ofen und durchsuch ihn nach Geld. Und zu Bolzen verschwenden. Den Toten ihre Habseligkeiten und ihre Würde stehlen? Der Diebesfänger-General übertrifft sich wieder mal selbst. Wird Zeit, den Ring zurückzustehlen. Ein echter Sympathieträger, dieser General. Durchsuchungsprozedur. Erstens. Verbliebene Kleidung muss entfernt und gründlich durchsucht werden. Futter überprüfen. Gleiches gilt für Stiefel und Gürtel. Zweitens. Das Innere und etwaige Gürtelschnallen sind zu überprüfen. Drittens. Wertgegenstände müssen in die Sammlungsablage gelegt werden. Besonders wichtig sind Halsketten, Ohrringe, Uhren, Armreife, Ringe und dergleichen. Das Mundinnere nicht vergessen. Abschließend Leiche und Kleidung in den Ofen werfen und zum nächsten übergehen. Achtung, jeder wird am Ende seiner Schicht durchsucht. Diebe werden am Hals aufgehängt, bis sie tot sind. Man kann ihm zumindest nicht vorwerfen, nicht konsequent zu sein.
gewöhnlicher Dieb. Ich werde überall nachsehen. Mhm. Du kommst mir nicht. Mach das mal, aber Hauptsache ihr lasst den Ofen zu. Ich weiß, dass da jemand ist. Wo bist du? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich weiß, dass du hier noch irgendwo bist. Im Namen der Wache des Barons, zeig dich! Irgendetwas stimmt hier nicht. Du meinst abgesehen davon, dass ihr Leichen plündert? Diese verdammte Stadt. Ach Mist, der andere kommt so nah. Ringelreihe, Ringelreihe. Mir knurrt der Magen. Dann ist was im Reich der Träume. So, jetzt ist hier Ruhe. Hola, compadre. Ich bin dem Baron in meinen vielen Jahren bei der Wache nie persönlich begegnet. Hast Deck verpasst. Ist ein alter Knacker. Das ging ja schnell voraus jetzt. Jemand zu Hause? Ist das ein Geldschrank? Sicher noch eine Errungenschaft des Barons. Ich krieg ihn trotzdem auf. Daran habe ich auch nie gezweifelt, Garrett. Adelige nutzen jede Gelegenheit, ihr Wappen zu bewundern. Cornelius. So,
Ich habe den Ring und einen neuen besten Freund. Aber es ist erst vorbei, wenn ich hier raus bin. Der Diebesfänger-General war bis eben auch schon dein allerbester Freund. Auf der ganzen weiten Welt. Ich könnte schwören, ich habe den General gehört. Mhm. Das war. Sollten wir besser verschwinden. Halte ich für eine gute Idee. Ach, ich gehe rein. Du schuldest mir was, Feigling. Einen Scheiß wirst du tun. Mir knurrt der Magen. Hier rein. Ich glaube da wohl, es hackt. Was kommt als nächstes? Als ich jünger war, habe ich hier immer die großen Ratten gejagt. Damals wurden sie aufgegeben. Als der Baron die Industrie ans andere Ufer verlegt hat, nach Cinderfall. Das ist sein Traum. Automatisierung nennt er es. Oder Metall und Unheil. Das haben sie in den Tavernen immer gesagt. Als es noch nicht verboten war, den Baron zu kritisieren. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Geh mal weg mit deiner Fackel. Hau ab! Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Hoffentlich macht jemand Ärger. Dann weise ich ihn zurecht. Das ist auch ein tragisches K.O.-Schlagen beim Pinkeln. Eins über den Dez gezogen zu bekommen. Halt die Backen! Sofort die Backen halten! Aua! Weg hier! Weg, 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 weg! Garrett! Hoch mit dir! Hi, Dewitzka! Ja. Wie es aussieht, haben sie den Schalter gefunden. Na, sowas aber auch. Gut. Hier drinnen gibt's nichts. Dann weg hier. Das ist nett. Da versucht man es einmal auf die ruhige Art und Weise und ist letztendlich doch wieder der Elefant im Porzellanladen. Oh, shit, 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 shit.
Shit, 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 shit. Soll ich jetzt an dir vorbeikommen, du Knallcharge? Ich bin kein Idiot. Ich weiß, dass jemand hier ist. Doch, du bist ein Idiot. Ich dachte schon, ihr würdet schlafen. Du entkommst mir nicht. So, Schlafmänner. Ja, ich auch. Komm raus! Ich mache es auch schnell! Wer immer du bist, zeig dich! Nö, nee, wozu? Halt wachsam. Oh shit. Ja, genau da bin ich. So viel steht fest. Na, was du nicht sagst. Ich halte dir den Rücken frei. Komm schon. Ja, ja, macht ihr mal. Tschüss. Bin weg. Ich werde überall nachsehen. Du entkommst mir nicht. Das werden wir noch sehen. Licht aus. So, gibt's hier noch was zum Mitnehmen? Nicht? Na gut. Gute Nacht. Ich werde euch nicht vermissen. Der Eindringling ist weg. %77 nur gestohlen. Na gut. Weiter geht's. Boah, aber ich kann heute echt nicht mehr lange machen. Ich schwitze mich hier zu Tode. In dieser Truhe bewahre ich alle meine Vorräte auf. Ja, das sagt es. Das sagtest du schon einmal. In die Black Alley sollen wir also kommen, in die schwarze Gasse. Klingt einladend. Aber das ist jetzt einer der wenigen Momente, wo wir uns mal die Zeit nehmen können, ein bisschen die Stadt zu erkunden und zu looten. Wechselt nichts den Besitzer, ohne dass Basso es weiß. Er sagt, das ist eine Gabe. Und in meinem Gewerbe stimmt das wohl. Ich brauche eine Pause. Ich will irgendwie immer mit dem linken Button das Waffenrad aufmachen. Aber dafür muss ich mit dem Steuerkreuz nach oben drücken.
Gut, keine Fallen. Gefällt mir gut. Was haben wir denn da? Gemäldebestellung. Mr. Montanessi, vor kurzem erst bin ich auf eine eurer Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne 7 Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hahnenkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine schreckliche Summe Geldes wert. Eine erkleckliche Summe, Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Unter dem Brief befindet sich eine grobe Skizze, die einen Mann, vermutlich Lord Abercrombie, bei diversen unbeschreiblichen und illegalen Tätigkeiten zeigt. Moira Entlassungsschreiben. Mr. Montanessi, hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Moira. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht. Und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Hanfield. Okay, ich will noch mal kurz zurück in den Raum, nur um auszuschließen, dass da nicht noch irgendwie eine Tür woanders hingeführt hat oder so. Gut, die Tür funktioniert nicht. Dann können wir dieses kleine Nest tatsächlich ausrauben. Wenn wir auf die Idee kommen, Portemonnaies in, na gut, die Elster vielleicht selbst. Genau. Ach, ich könnte schwören, ich hätte gestern einen Mann in Schwarz auf den Dächern vor unserer Wohnung gesehen. Auf den Dächern? Was hat er da gemacht? Weiß nicht. Ich bin vom Fenster weg. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Ja. Salz und halt so viel Ratte. So genau so funktioniert das. Hättest du doch die Hände vors Gesicht gehalten, hätte bestimmt noch besser funktioniert.